Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Witcher 3. Wir müssen gerade die Besetzung für die Prinzessin und für den Prinzen aushandeln. Und ja, entweder wir nehmen Priscilla als Prinzessin oder die neue da. Aber sie hat ja gemeint, die Priscilla ist vom Aussehen her und so, ne? Die bessere Wahl. Und ich hätte eigentlich auch ehrlich gesagt die gerne dabei. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Tut mir leid. Reden wir über den Prinzen. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Ladriza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn, aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Nehmen wir den Maxime. Wäre bestimmt lustig. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Gut, endlich habe ich die Besetzung und los geht's. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ja. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Ich hoffe, ich muss da nichts drücken. Schön. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Geil, der Typ ist cool. Meine Damen und Herren! Ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah. Maxime Bollière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Erster Akt. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur üble Bestien töte ich. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Zweiter Akt. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach,
Kein Monster erspähe ich hier. Vielleicht unter den Gästen? Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, Liebster, mein Ja. Wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Ah, scheiße. Falls sie ihn wirklich... Sie liebt ihn und mag er auch... Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir, und die Moral der Geschichte... Vertraue Geralt. Wer Doppler nicht lieb hat. Ja, das ist geil. Wer Doppler nicht lieb hat, der ist nicht ganz dicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Ist das schlecht. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Das war schlecht. Level up. Geralt, du hast mich erkannt. Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ah,
Warum hast du nicht Kontakt mit Priscilla aufgenommen? Wie bist du nach dem Kampf bei Hurensohn entkommen? Ja, das interessiert mich eigentlich. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Zeig sie uns bitte. Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Es ging mir eigentlich darum, dass ich das nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien, mit deiner Hilfe. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand sonst weiß von Menges Tod. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Nein. Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Du wirst schon zurechtkommen. Das schaffst du schon. Mal. Du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal! Wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen... Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann.
So, hallo Priscilla. Geralt! Naja, okay. Alles gut. Muss ich nicht unbedingt wissen. Will ich gar nicht wissen, wie sie ihn kennengelernt hat. Es gibt Schöneres. wir könnten hier natürlich noch was aufrüsten. Wir erwerben das da mal und hauen es da unten mit rein. Obwohl, Geralt, wir fragen es jetzt doch. Wie hat sie ihn kennengelernt? Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Gut, bis dann. Alles Gute. Trifft Zoltan am Ort des Hinterhalts. Das zweite Schwert. Okay, da müssen wir jetzt wieder dieses Ziehen im Rücken. Jetzt müssen wir hier weg. Oh, guck mal, da ist hier ein. Ding gleich. Perfekt. Gut, dann legen wir uns jetzt auf die Lauer. Und zwar da hinten. Bei den 7 Katzen. Lauf, Geralt, lauf! Lauf, Geralt! Das schaffen wir heute noch in der Folge. Achso, wir haben ja länger, wir haben ja 30 Minuten Zeit. Sind ja gerade mal bei der Hälfte. Ich bin gespannt, ob das alles glatt läuft. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn da irgendwas schief geht. Nichts wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Das ist ein Zwerg. Kuckuck. Servus, Sultan. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Das wäre verdächtig. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Gut, sie soll bleiben. Von mir aus. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwind? Okay. Sicher. Spielen wir. Eigentlich habe ich da jetzt... Oh, das sind das für die anderen. Ja, für die anderen haben wir Karten gekriegt. Aber auch nicht besonders viele. Okay, wir starten einfach. Nahkampf, alles klar. Ich soll ruhig in den Nahkampf gehen, das ist mir egal. Ich mach's nicht.
mir immer noch egal. Ich spiele hier trotzdem noch einen. Wie wär's noch hiermit? Dankeschön. Darauf habe ich gewartet. Hier. Einmal. Es wäre jetzt unentschieden. Ich könnte einfach noch eine Karte spielen oder ich spiele einfach die da. Ich habe gewonnen. So schnell ändert sich das. Toll, ich hätte mir die eine Karte eigentlich sparen können, aber naja, egal. Und jetzt fahre ich einfach volles Geschütz aus. Was anderes kann ich eh nicht machen. Das ist ja 10er Karten. Das gefällt mir gar nicht. Jeder hat 10er Karten, ich habe keine. Was macht denn die? Ziehe 2 Karten vom Nachziehstapel. Wenn ich jetzt die 5er gebe, ist es keine gute Idee. Aber ich mach's mal. Ich krieg hier 2 gute Karten. Ja, okay, ja. Uh-oh. Nein, schade. Ganz und gar nicht. Okay. Also von mir aus kannst du die Runde gerne gewinnen. Ich spiele jetzt noch die Karte und guck mal, was passiert. Okay, ich lass dich gerne gewinnen. Du hast ja nur noch eine Karte. Ich habe noch 2. Je nachdem, was da jetzt kommt. Ja, scheiße. Spiel. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will doch aber gewinnen. Okay. Eine Karte, nee, das finde ich nicht okay. Mann, was soll das denn werden? Bist du noch ganz dicht, du Kleine? Kannst das doch nicht machen. Ah, das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett, nett. Spielen wir mal den. Kann ich das überhaupt schaffen? Ja. Das wird allerdings schwer. Das ist kein Kampf, ne? Nee. Pack ich nicht.
Sorry, aber nein. Natürlich, was soll denn der Mist? Aber hey, das kann ich auch. Ein Tribok. Den jetzt nehmen, muss ich danach sowieso noch einen spielen. Dann kriege ich 3, kriege ich 4 plus, bin ich bei 21. Wenn ich ein 5er spiele, komme ich günstiger davon. Meins und wir kriegen noch eine Karte, oder? Genau. Muss ich doch. Ja, und ich muss ja jetzt volle Rotze reingehen. Oh nein, ich wollte die doch spielen. Ich mag die 10er Karten nicht. 15. Schaffe ich schon. Schon wieder gewonnen? Meine Güte. Also, nochmal? Wenn du kein Geld mehr hast, spielen wir um... Sie kommen! Da kommen sie! Manu. Priscilla, bleib hier. Jetzt wird's lustig. Hilfe! Rittersporn! Verdammt! Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Oh Mann! Bitte! Vorsicht! Da sind noch 3 Arschgesichter! Cool, ich kann auf Plätze. Hier sind sie durchgeritten. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Ich kann ja auf Plätze auch das Ding nehmen. Die Hexer-Sinne benutzen ist auch cool. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Naja, es waren 2 Leute. Beruhige dich, Plätze. Das sind nur Bienen. Bienen! Bienen! Keiner mag Bienen. Heiliger Bimbam, wo sind sie denn hin? Hufspuren. Nochmal. Oha, Plätze.
Ich frag den Mann. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Komm schon, Plätze. Er hat doch gesagt links. Das ist aber nicht links, das ist rechts. Ich will den Rittersporn jetzt in dieser Folge noch finden. Sieht aus, als würde es lahmen. Also wir machen noch eine Folge. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge, und zwar morgen wieder. Bis dahin, tschüss.